Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Bei dieser kurzen Präsentation vergleiche ich drei LCR-Messgeräte. Und zwar einmal den GM328, das ist ein einfacher Komponententester. Dann das LC200A, dieses Gerät ist recht beliebt und wird vielfach auf dem Internet angeboten. Und dann ein bisschen ein höherwertiges Gerät, der BK von der BK Precision Company, das BK Precision 880A. Da gibt es eine ganze Serie dieser BK Precision in verschiedenen Preisklassen. Auf die Preise dieser Geräte komme ich noch zu sprechen. Vielleicht so eine Entlastung für meine Präsentation ist, dass dieser Vergleich sich nur natürlich auf die Geräte hier, die ich im Labor stehen habe, bezieht. Also es ist keine allgemeine Qualitätsüberprüfung, sondern recht einfach eine Einschätzung der Geräte, die ich hier auf dem Tisch habe. Natürlich gibt es auch andere Geräte noch. Man hat auch im höheren Preissegment bei $10,000 in dieser Region hat man viele Geräte oder auch noch höher oder noch preislich höher angesiedelt. Ich habe leider keinen Zugriff auf solche Geräte und deshalb beschränken wir uns hier auf diese drei Geräte. Wie habe ich das angepasst? Ich habe mir mal C ausgewählt, also die Kondensatoren. Und dazu habe ich mir einen Referenzkondensator herausgemessen, muss man fast sagen. Das sind Kondensatoren hier, die ich ausgelesen habe, 4120 Picofarad, 0,5%, das sind schon extrem genaue Teile hier. Und aus diesem, einem Set aus 10 Stück, habe ich mir einen 0,05% Kondensator herausgelesen, dies mit der Hilfe des Lieferanten, mit einem Keysight 4980A, der noch um einige Faktoren genauer ist als mein bestes Gerät. So habe ich jetzt einen Referenzkondensator, den ich jetzt mit meinem BK880 als Basis einfach so vergleiche. Die Werte sind immer relativ. Natürlich sind die Abweichungen gegenüber dem BK880 nur der als Vergleichsbasis dient. Diese Abweichungen sind natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, sondern die beziehen sich auf dieses Gerät, das ich hier habe, und ich habe kein genaues. Also alles bezieht sich relativ zu diesem Gerät. Das mal als genau hier in diesem Vergleich einbezogen wird. Dann, was machen wir hier? Wir messen mal mit diesem aus Vergleichsmessung machen wir hier die 4120 Picofarad. Mit dem GM328 haben wir 4106 Picofarad. Und mit dem LC220, dem Enzimeter, haben wir 4169 Picofarad. Die Abweichungen sind hier doch recht groß. Interessanterweise ist das billigste Gerät, der Komponententester, mit 14 Picofarad Abweichungen, das am genauesten an dieses Gerät herankommende Gerät. Die Preise vielleicht sind hier aufgelistet oder im Detail vielleicht noch hier. Das GM328 ist zwischen $15 und $20, das LC208A zwischen $40 und $50 und die BK88 Serie je nach Ausführung, nach Modell zwischen $200 und $350. Die Preise habe ich aus dem Internet herausgesucht. Es gibt unterschiedliche Anbieter mit ganz unterschiedlichen Preisen. Aber der 328, wie wir aus den Messungen gesehen haben hier, ist durchaus für die Hobbyanwendungen genügend. Man muss sich einfach im Klaren sein, was man messen will und was man messen möchte und wie viel Geld man dafür einsetzen kann oder möchte. Das ist dieser kleine Vergleich mit den drei LCR-Meter, die ich hier im Labor stehen habe. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.